Ich stelle vier Teile ein. Nicht jeder braucht den ganzen Film. Deswegen vier Teile und dann könnt ihr euch rauspicken, was ihr braucht. Also, die füllst du ebenso raus. Hier ist wieder ein kleiner Stecker, wo das Flexkabel dran geht. Man sieht aber nichts, dass irgendwie was kaputt wäre. Erstmal so augenscheinlich. Gut. Denn das ist eigentlich so dieser Knackpunkt. Hier geht schon mal was kaputt, weil sich das immer bewegen muss. Nun wollen wir mal das erste einsetzen. Das ist dieses Stäbchen und das zweite hier rein. Jetzt kommt quasi die Schiene, wo das drin läuft, ist drin. So, nun kommt die Linse. Ich glaube, wir machen es so. So durch. Versuchen das hier rein zu tun. Hier muss das drin sein. Sieht man es? Ich hoffe, man sieht es. Jetzt ist es hier drin. Jetzt drehen wir es um. Diese Führungswelle und diese Führungswelle. So, jetzt kann das gut hoch und runter. Jetzt kommt der Magnet. Einfach nur wieder drauf. So rum. Magnet hier rein. Mehr ist es nicht. Man nimmt quasi den Magneten raus und das ist diese Führung. So, und jetzt kann das wieder schön hoch und runter gleiten. Geht das drauf? So, da haben wir das von der Seite. Nehmen uns die Blende vor. So, jetzt messen wir das mal durch. Müsste ja überall Durchgang sein. Hat Durchgang, also Flexkabel in Ordnung. So, Flexkabel war in Ordnung. Müssen wir mal den Motor abnehmen. Mechanisch mal probieren. Ganz leicht. Geht doch. Na sowas. War das jetzt nur verklemmt? Eben. Könnte sein, dass das der Fehler war. Einfach nur die Blende eingeklemmt war, wie auch immer. Entschuldigung. Dann lass uns mal einbauen wieder. So, jetzt wird wieder Zeit, die eine Schraube hier. So. Da wollen wir jetzt hier nochmal schauen. Hier kommt ja jetzt die Blende rein. Hier hatten wir das markiert. Hier kommt das Flexkabel durch. Das ging mir
wahrscheinlich so. Ja, so hoch. Weil hier wurde das überklebt. Das Flexkabel. Hier drunter. Da müssen wir es dann einrasten lassen. Und dann hatten wir nämlich noch ein zweites Flexkabel. Das kam hier hoch. Sehr gut. Jetzt muss, hier ist der Stecker. Jetzt geht die Geschichte hier durch. Jetzt müssen die Schrauben hier wieder rein. Und die letzte Schraube hier. Wegmachen. Das hat da nämlich jetzt diese Nasen wieder rasten lassen. Gut. Eingerastet ist. Jetzt machen wir die ganzen Flexkabel, die Stecker dran. Hier der erste. Kläppchen auf. Stecker drauf, Kläppchen zu. Nächste ist der. Kläppchen auf. Stecker rein. Läppchen zu. Ja. So, jetzt sind wir rum. Jetzt kommt das Flexkabel. Wieder so. Kläppchen auf. So reingestopft. Kläppchen. So gemacht. Und jetzt Klebestreifen wieder drüber. Klappe ist zu. Ihr findet den vierten Teil über meine Playliste. Wenn euch das Video gefallen hat oder hilfreich war, würde ich mich schon freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder vielleicht auch den Kanal abonniert.